Lange Mähne, Glamour-Make-up und rabenschwarzer Dreitagebart. Conchita Wurst sieht aus wie eine Mischung aus Hollywood-Diva und Modedesigner Glöckler. Und viele fragen sich, ist es ein Mann, eine Frau oder ein Kunstwesen dazwischen? Also ich kenne die Wurst schon, wie es noch keine Wurst gab. Wie er noch Tomkasten hat. Und ja, ich mag ihn sehr, ist ein sehr lieber Kerl oder eine sehr liebe Kerlin. Wie sagt man das jetzt? Ich weiß es nicht, da müssen wir es dann selber fragen. Genau. Hast du womöglich ein Geheimnis verraten, oder? Habe ich, ah. Ich glaube, das weiß jeder mit dem Bartwuchs, dass das... Nein, dass er Tom heißt. Achso, ja, das, so ist es. Hinter Conchita verbirgt sich der Oberösterreicher Tom Neuwirth. Ich bin der Thomas. Und? Wie alt bist du denn? 17. Mhm. Und als Tom stand er noch vor 5 Jahren im Starmania-Finale und wurde Zweiter. Es gab ja früher schon in der Fernsehsendung den Tom, aber mit dem willst du nicht mehr irgendwie in Verbindung gebracht werden, oder? Ach, du kannst mich mit dem schon in Verbindung bringen, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich den jungen Mann bis heute noch nicht kennengelernt habe, was ich ein bisschen unverschämt finde. Weil wenn man mich mit Cher vergleichen würde, würde ich dir auch anrufen und sagen, Schatz, ich bin's, mach dir keine Sorgen. Cher hat, glaube ich, Silikonbrüste, wie ist es bei dir? Ja, ich gebe es zu, ich habe meine machen lassen. Ja, ich stehe dazu, ja. Und der Rest ist alles Natur? Ja, der Rest ist alles Natur. Aber wer weiß, ich bin ein ziemlich eitler Mensch, das muss ich zugeben. Also ich sage immer, Schönheitschirurgie, jeder, der es möchte, soll es tun. Ne? Ich verurteile da niemanden. Ich denke nicht, dass ich vor Botox zurückschrecken werde. Silikon und künftiges Botox, das hört sich doch eher weiblich an. Wenn da nicht die Gesichtsbehaarung wäre. Wie kommt man auf die Idee, sich als Frau einen Bart wachsen zu lassen? Naja, Schatz, auf die Idee kommst du nicht, weil ich wurde so geboren. Meine Oma hatte auch schon Bart. Und nachdem ich das von klein auf gesehen habe, fand ich das eigentlich gar nicht, dass das so was Besonderes wäre, erst hier in Mitteleuropa dann. Ihr habt alle keinen Bart. Naja. Doch, es gibt schon Frauen mit Bart, aber die rasieren sich den dann. Ja, nee, ich stehe dazu und ich denke mir, ich habe das auch mal versucht, mir die Haare blond zu färben und den Bart abzumachen. Ich habe schon alles durch. Aber ich meine, das... Man wird älter und man findet dann zu sich selbst und jetzt, ja, denke ich mir, tue ich mir das lieber so an. Und was viele heute interessiert, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Also ich und meine Mutter und auch die Geburtsurkunde sagen, dass ich als Frau auf die Welt gekommen bin und ja, das ist es auch. Somit ist das Rätsel gelüftet, ich bin eine Frau. Mittlerweile ist auch die Vita von Tom aus Gmunden neu geschrieben. Conchita Wurst, geboren im kolumbianischen Hochland, Tochter des Theaterintendanten Alfred Knack von Wurst, ist auf ihrer Homepage zu lesen. Tatsache ist natürlich, dass ich sehr für Toleranz kämpfe, darum auch der Bart. Ne? Und ich habe aus meinem Nachnamen auch das Beste gemacht, was man aus diesem Nachnamen machen kann, weil es eben Wurst ist, wie man aussieht und woher man kommt. Conchita Wurst, ein Mannsweib und irgendwie auch ein Symbol für Toleranz. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach im falschen Körper geboren sind und sich darin gefangen fühlen. Und denen wünsche ich nur ganz, ganz viel Kraft, einfach ihren Weg zu gehen und das dann auch in die richtige Richtung zu lenken. Also es ist ja auch ein Prozess, um mal zu merken, was bin ich denn dann eigentlich? Also das entscheidet man ja nicht mit 12 oder so. So, ich will jetzt ein Mädchen sein. Also da muss man sich schon damit auseinandersetzen und ich meine, das ist sehr, sehr hart und sehr, sehr schwierig und all denen kann ich nur ganz, ganz viel Kraft wünschen und Mut vor allem, zu sich zu stehen und das Leben so zu leben, wie sie es für richtig halten und ja, einfach auf die Meinung der anderen nicht so zu hören. Und der Name Wurst hat nichts mit dem männlichen Geschlechtsteil zu tun, oder? Nee, also in meinem Fall nicht. Nee. Dankeschön. Dankeschön.